Danke, Herr Vorsitzender, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. Es gibt so viel zu den evidenzlosen, menschenverachtenden und auch teils faschistoiden Maßnahmen dieser schwarz-grünen Regierung zu sagen, dass 20 Minuten wahrscheinlich bei weitem nicht ausreichen werden. Die Presse titelt am 18.11. Österreichs Corona-Management ein Totalversagen. Ja, so kann man es sehen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, Österreichs Corona-Management ein Verbrechen. Und wo Verbrechen sind und wo es Verbrechen gibt, da gibt es immer auch Verbrecher. Und ich will mich heute mit zwei Haupttätern und mit zwei Mittätern in dieser Pandemie beschäftigen. Einer dieser Haupttäter ist die schwarz-grüne Regierung. Besonders schlimm ist der türkis-schwarze Teil, also die ÖVP. Ein Landesrat hat einmal gesagt, falsch und schwarz gehört zusammen. Und natürlich hat Korruption bis zu einem gewissen Teil bei der ÖVP immer schon eine Rolle gespielt. Ich komme aus der Kommunalpolitik, ich weiß, wie das ist. Aber so richtig schlimm wurde das alles erst mit dem Aufstieg des Heilands Sebastian Kurz und seiner neuen Volkspartei. Nach außen hin perfekt aufgestellt, bestens organisiert und geschult mit Spin-Doktoren, jeder Schritt genau geplant. Und hinter den Kulissen vermeintliche Korruption, Einschüchterung von Medien, zumindest von jenen, die sich nicht kaufen haben lassen, Einschüchterung der Kirche, missbräuchliche Verwendung von Steuermillionen und jetzt gipfelt das Ganze in einer menschenverachtenden Corona-Politik. Eine Corona-Politik dieser Regierung, die eine Mischung aus Korruption, Ignoranz und Fehlentscheidungen ist. Meine Damen und Herren, spätestens seitdem beim Impfvorreiter Israel die vierte Welle mit voller Härte zugeschlagen hat, war erkennbar, dass die Wirkung der Impfung als Gamechanger reine Utopie war. Aber hohe Hospitalisierungsraten von doppelt Geimpften in Israel wurden hier bei uns kleingeredet, ignoriert und auch kleingeschrieben. Selbiges sehen wir übrigens in Dänemark. 86,2% Impfquote und die Infektionszahlen schießen gerade durch die Decke. Selbiges in Irland. Wir haben eine Impfrate von 93% und Irland geht jetzt in den nächsten Lockdown. Selbiges in Gibraltar, wo 100% der Bevölkerung geimpft sind und eine Tausender-Inzidenz vorherrscht. Dort werden jetzt alle Weihnachtsfeste abgesagt. Also, meine Damen und Herren, Ihr alternativloses Impfen als Gamechanger ist gelinde gesagt in die Hose gegangen. Das funktioniert nicht. Und woran könnte das zum Beispiel liegen? Eine mögliche Antwort wurde uns im ersten Jahr der Pandemie gegeben. Da haben viele Virologen gleich zu Beginn, als es geheißen hat, es werden Impfstoffe entwickelt, gewarnt. Deren Meinung war, in eine entstehende Pandemie impft man nicht hinein. Jetzt vor kurzem gelesen, der Virologe Dr. Van den Bosche sagt, zusammengefasst, keine Pandemie hat länger als 2 Jahre gedauert. Nicht einmal die spanische Grippe und auch nicht die Schweinegrippe. Die Impfung führe zu einer dramatischen Verschlimmerung der Pandemie. Und jetzt, meine Damen und Herren, hoffe ich persönlich, dass der Dr. Van den Bosche sich irrt. Das hoffe ich persönlich. Aber ich ziehe zumindest die Möglichkeit in Betracht, dass er recht haben könnte. Und das tun Sie nicht. Was machen Sie von der Regierung? Sie machen mehr von dem, was Sie bisher bereits gemacht haben und was auch nichts genützt hat. Und wir haben es heute schon einmal gehört. Sie wissen, was Einstein zu dieser Technik gesagt hat. Das ist die Definition von Wahnsinn. Immer wieder das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass sich andere Ergebnisse einstellen. Innerhalb der ÖVP braucht sich übrigens niemand mehr wundern, dass Ihnen keiner mehr ein Wort glaubt. Ein Ex-Kanzler, der allen Ernstes vom chinesischen Sozialkreditsystem schwärmt und sagt, dass man davon lernen kann. Bist du ein braver Bürger, darfst alles machen, was wir dir erlauben. Ja? Bist du ein kritischer Bürger, dann schränken wir dich ein, wir sperren dein Konto und lassen dich nicht mehr reisen. Und.
Das ist diese ÖVP. Und meine Damen und Herren, das ist pervers und zeigt sich genau jetzt auch in dieser Corona-Politik. Ein paar Zitate dazu, damit Sie erkennen, was ich damit meine. Zitat Schallenberg. Für mich ist klar, es soll keinen Lockdown geben, wegen der Zauderer und Zögerer, wie er uns Ungeimpfte genannt hat. Das braucht uns nicht rausgehen, Herr Kanzler, es kommen ja andere Zitate auch noch. Zitat Köstinger. Ich bin absolut gegen allgemeine Ausgangsbeschränkungen und halte gar nichts von den Wortmeldungen von Mückstein. Zitat Kurz. Die Impfung ist der Gamechanger, mit ihr werden wir in Freiheit leben können. Die Pandemie ist für Geimpfte vorbei. Zitat Blümel, weil die Pandemie vorbei ist. Zitat Kurz, wir haben in Österreich einen Konsens, dass es keine generelle Impfpflicht geben wird. Zitat Mückstein, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Und was haben wir jetzt? Einen Lockdown und eine Impfpflicht steht bevor. Und diese schwarz-grüne Regierung ist nichts anderes als eine Pinocchio- und Baron Münchhausen-Regierung, meine Damen und Herren. Und ihre Maßnahmen sind Schildbürgerstreiche. Oder vielleicht sind das, was Sie uns da erzählt haben, gar keine Lügen, die uns die Regierenden erzählt haben, sondern vielleicht passiert Ihnen das alles nur, dann ist es aber auch nicht viel besser, weil dann ist es Unfähigkeit. Und beides, muss ich sagen, ja, ist für Regierende untragbar. Es werden Schritt für Schritt unsere Freiheitsrechte eingeschnitten. Die Bargeldabschaffung innerhalb der EU schreitet voran, gerade jetzt wieder in Italien. Viele der Regierungs-Corona-Maßnahmen waren und sind verfassungswidrig und Grundrechte einschränkend. Und auch die Meinungsfreiheit wird Stück für Stück eingeschränkt. Früher, meine Damen und Herren, früher wurden die Bücher verbrannt und heute wirst du auf Facebook und auf YouTube gebannt. Denken Sie einmal darüber nach, was das bedeutet. Der offene Debattenraum ist de facto geschlossen. Das ist Fakt. Der ist geschlossen. Es gibt nur noch eine Meinung. Und wer anderer Meinung ist, der wird lächerlich, verächtlich und fertig gemacht. Er wird beschimpft, bedroht und verliert seinen Job. Es wird überhaupt nicht mehr sachlich diskutiert. Alles verlagert sich dank des Tons dieser Regierung auf eine moralische Ebene. Bist du für die Impfung, dann bist du intelligent. Und bist du gegen die Impfung, dann bist du ein Dummer und musst zwangsbehandelt werden. Wo sind wir, meine Damen und Herren? Wir gehen in eine Richtung der dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Und genau für diese Spaltung sind ausschließlich Sie von der Regierung verantwortlich. Also einen dieser Haupttäter der Pandemie habe ich hiermit abgehandelt, das wäre diese Regierung. Die beiden Mittäter werde ich in aller Kürze abhandeln, denn zum einen ist das jene Partei, die heute zwar die Sondersitzung einberufen hat, um die Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, um dann trotzdem bei all den Grauslichkeiten und Unsinnigkeiten mitzustimmen. Die SPÖ, die Sozialdemokratie. Ich sage Ihnen nur eins, Bruno Kreisky wird sich im Grab umdrehen. Und der zweite Mittäter in dieser Pandemie ist niemand geringerer als der Bundespräsident von Österreich, der sich zwar kritisch zu Wort meldet, wenn zum Beispiel in Burkina Faso ein gelbes Fahrradl umfällt, aber wenn es darum geht, dass in Österreich die Freiheits- und Grundrechte der Österreicher eingeschränkt werden, da mutiert er zum Schweigepräsidenten, sagt kein Wort und macht den Steigbügelhalter und Beistand für diese Regierung. Meine Damen und Herren, Van der Bellen ist vieles, aber sicher kein Hüter der Verfassung. Er ist kein Präsident der Österreicher. Er ist maximal der verlängerte Arm dieser schwarz-grünen Regierung. So, und jetzt komme ich zum zweiten Haupttäter in dieser Pandemie. Ein Täter, der es eigentlich wirklich besser wissen müsste und sollte. Da möchte ich mich gleich einmal beim ORF bedanken, dass er das heute überträgt. Und zwar dieser Haupttäter sind die Medien, nicht alle, aber leider sehr viele. Die Aufgabe der Medien liegt darin, die Menschen zu informieren. Und was machen unsere gut alimentierten Medien? Manipulation statt Information, Objektivität, Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, ich war so wie 100.000 andere auch bei der Demo in Wien. Ich weiß es auch von Demos davor. Die Berichterstattung dazu ist schlichtweg reißerisch und falsch. Ja,
Es mag ein paar Idioten dort gegeben haben, die wird man nicht verhindern können. Aber 99,9% waren definitiv keine Idioten, keine Hooligans, keine Rechtsextremen und keine Nazis. Es waren Familien, Männer, Frauen und Kinder mit Ängsten und Sorgen. Und weil ich es da schon wieder gehört habe, weil bei jeder Demo immer wieder dieser ominöse Herr Küssel gesichtet wird. Ich habe diesen Typen, diesen Herrn noch nie irgendwo gesehen. Gott sei Dank. Aber schon langsam frage ich mich, ob dieser Vogel für das Auftauchen bei den Demos von der ÖVP oder von den Medien selbst bezahlt wird, weil anders kann man sich das gar nicht mehr erklären. Wissen Sie, meine Damen und Herren, der Denzel Washington hat einmal bei einem Interview treffend gesagt, if you don't read the newspaper, you are uninformed. If you do read it, you are misinformed. Das bringt's auf den Punkt. Was, meine Damen und Herren, von den Medien ist mit der journalistischen Ethik? Was ist mit der Objektivität? Was ist mit der Neutralität? Was ist mit der Sorgfalt bei der Recherche? Fake News, wie wir es gerade gehört haben. Alles egal, Hauptsache das Geld stimmt, getreu dem Motto, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Herbert Kickl wurde wegen dem Medikament Ivermectin, wir haben es vorher gehört, medial verrissen. Als Dümmling hingestellt, weil er ein Pferdeentwurmungsmittel genannt hat. Dass dieses Medikament weltweit jedoch schon zur Anwendung gekommen ist, und zwar genau in dieser Pandemie, und auch in österreichischen Nachbarländern wurde komplett ignoriert und völlig außer Acht gelassen. Und es gibt zu Ivermectin tausende medizinische Publikationen. Es wird seit 30 Jahren in der Humanmedizin verwendet und die beiden Entwickler von Ivermectin haben 2015 den Nobelpreis für Humanmedizin verliehen bekommen. Alles egal, Hauptsache reißerische Berichterstattung. Und zum Kollegen Bundesrat Kornhäusl und zum Kollegen Bundesrat Köck, die sich vorher lustig gemacht haben. Ja, ich verstehe, dass es einige in der ÖVP gibt, die tatsächlich Angst haben vor der Verwendung von Ivermectin, denn es wirkt antiparasitär. Das ist ein Sickerwitz, der tut wochenlang weh. Dann ein Beispiel aus der Kronenzeitung. Es gibt eine Online-Umfrage, haben Sie Verständnis für die Demo? Online geht das 66% für Ja, 34% für Nein aus. In der Printausgabe druckt man dann ein früheres Ergebnis ab, da steht dann drinnen Ja nur 43% und Nein 57%. Und gleich neben dieser Umfrage werden über Ausschreitungen und wird über Verhaftungen geschrieben. Und so ein Bild wird ganz bewusst geschaffen. Das ist Manipulation statt Information. Andreas Bob von der Deutschen Wissensmanufaktur hat einmal gesagt, das Problem ist nicht, wenn das Volk die Schnauze voll hat von der Regierung, sondern das Problem ist, wenn die Regierung die Schnauze voll hat vom Volk, weil dann macht sie ein neues Volk. Und wie macht das die Regierung? Über die Medien. Es wird eine Umfrage gemacht, die geht 70-30 zu einem Thema aus, dann wird ein Jahr über die Medien geschalten, das nennt man dann Gehirnwäsche, und ein Jahr später genau dieselbe Abfrage geht 70-30 in die andere Richtung aus. Das ist die Macht der Medien und das ist die Macht der Manipulation. Ein Artikel aus der Tageszeitung heute. Reißerische Überschrift, wieder 4 Ungeimpfte in Niederösterreich verstorben. Die meisten Menschen lesen leider nur diese Überschrift. Liest man den Artikel zu Ende, dann steht dann 4 Ungeimpfte und 5 Geimpfte verstorben. Auch das ist Manipulation statt Information. Ein weiterer Artikel. Das Coronavirus forderte 22 weitere Tote, davon 7 in Niederösterreich. Die Details: von den 7 Todesopfern waren 6 Personen voll immunisiert. Eine 88-Jährige und 5 Männer. 79, 80, 85, 86 und 92 starben. Eine Ungeimpfte verstarb in Tulln. Und mit Verlaub, so etwas wird von den Medien verkauft. 81-Jährige war die Ungeimpfte zu Ihrer Frage. Meine Damen und Herren, eines kann ich Ihnen sagen, wir alle werden sterben, wir alle. Manche leider sehr früh, das gilt es zu verhindern. Manche haben das Glück, alt zu werden.
Aber wenn ich diesen Artikel so lese, dann frage ich mich, ja, sollen die 400 Jahre alt werden? Und kein Wort über mögliche Vorerkrankung. Diese Berichterstattung ist manipulativ und diese Berichterstattung ist krank. Und diese Berichterstattung macht krank. Warum? Weil sie die Menschen im Auftrag dieser Regierung in Angst und Unruhe versetzt. Und weiters mit Verlaub. 22 Todesopfer. Im Schnitt sterben in Österreich pro Tag 220 Menschen. Geht man von einer Sterblichkeit von einem Durchschnitt 80.000 jährlich aus. Was ist mit den anderen? Schreiben Sie einmal zum Beispiel, wie viele täglich an einem vermeintlichen Ärztepfusch sterben. Da sind wir circa bei 10 pro Tag. Wenn Sie das medial täglich so bringen, wie Sie das jetzt über die Corona-Politik bringen, meine Damen und Herren, in einem halben Jahr geht Ihnen niemand mehr zum Arzt. Nebenwirkungen von Corona-Impfungen werden medial totgeschwiegen, ebenso wie die erhöhte Sterblichkeit der Jungen unter 30. Nicht wegen Corona, weil dann wird es ja gebracht werden. Und der Karl-Heinz Lenz hat einmal gefragt, wie erkenne ich eine Diktatur? Das ist dann, wenn ich in allen Medien völlig identische Nachrichten verbreitet sehe. Es gäbe noch unzählige weitere Beispiele dieser gekauften und manipulativen Medien, manche nennen sie auch Lügenpresse, ich sage zu Recht. Abschließend kann ich nur noch sagen, diese Regierung ist mit ihrer Corona-Politik gescheitert. Kanzler Schallenberg gibt offen zu, alle Maßnahmen dienen einzig und allein dem Zweck, den Druck zu erhöhen, um den Menschen zum Impfen zu zwingen. Nehammer kündigt dazu scharfe Kontrollen von 2G an, Köstinger sagt, die Zeit der Solidarität mit den Ungeimpften vorbei. Schallenberg sagt, Weihnachten wird für Ungeimpfte ungemütlich. Die Demo ist eine Zumutung. Kickl soll den Mund halten und, und. Juliane Bogner-Strauß bezeichnet ungeimpfte Pfleger als Todesengel. Der Bürgermeister von Mödling will, dass die Ungeimpften aus der Intensivstation hinausgeworfen werden und vieles mehr. Meine Damen und Herren, welch kranke Geisteskinder solchen Aussagen innewohnen, das kann sich jeder selbst ausmalen. Und Sie von der Regierung sind die Spalter dieser Nation. Und ganz besonders schlimm empfinde ich den Herrn Dr. M., also Sie, Herr Gesundheitsminister. Ja. Herrn Dr. M. habe ich es schon einmal gesagt und ich sage es wieder, ich halte Sie für gefährlich. Nein, ich halte ihn für gefährlich. Unfähig war sein Vorgänger. Ich habe lieber einen Unfähigen als einen Gefährlichen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil für Menschen, wie Sie es sind, oder auch ein Thomas Seckerisch, wurde der Nürnberger Kodex geschrieben. Denken Sie einmal darüber nach. Und jetzt noch eine Frage an Sie von den Regierungsparteien, aber auch an Sie Sozialisten. Ja, genau. Ich bin genesen und ich werde mir mit Sicherheit nicht diesen mRNA-Impfstoff impfen lassen. Jetzt erst recht nicht. Das ist meine Entscheidung. Was passiert dann bei der Impfpflicht? Schicken Sie mir dann die geheime Impfpolizei nach Hause? Kommen die dann mit einer Armbinde, wo 2 überkreuzte Impfungen drauf sind, 2 Spritzen, treten mir dann in einer Nacht- und Nebelaktion die Tür ein und zerren mich aus dem Bett? Bringen die mich raus und hauen sie mich nieder und drücken mir die Spritze rein, die ich nicht will? Passiert das? Ist das der Plan? Und rufen sie dann vielleicht zum Abschluss Impfheil? Was ist, liebe SPÖ? Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe mir vor 3 Wochen die Schachnovelle von Stefan Zweig im Kino angeschaut. Sehr gute Neuverfilmung. Und genau jene, die vor einem Jahr noch gefragt hat, wie hat das damals alles passieren können? Das sind genau dieselben, die jetzt hier bei der Hatz auf die Ungeimpften mitmachen. Jetzt, wo es um was geht, wo ist denn jetzt mit Wehret den Anfängen? Wo sind die ganzen Rufer? Meine Damen und Herren, ich traue dieser Regierung nicht, aber ich traue Ihnen alles zu. Und ich sage Ihnen auch, warum. Verantwortungsvolle Politiker suchen Lösungen, diese Regierenden suchen Schuldige und das ist krank. Mein Appell an die Regierung lautet, öffnen Sie umgehend den Debattenraum, lassen Sie andere Meinungen zu, überprüfen Sie, ob an alternativen Meinungen und Expertisen etwas dran sein kann und laden Sie unabhängige Experten zu Beratungen ein. Forschen Sie in alle Richtungen. Impfen ist keinesfalls
alternativlos. Mein Appell an die Medien: Besinnen Sie sich wieder auf das journalistische Ethos, besinnen Sie sich auf die Wahrhaftigkeit in der journalistischen Darstellung und hören Sie auf, sich für Geld gegenüber den Regierenden zu prostituieren. Die Redezeit ist leider aus. Weil ich vorher abgedreht wurde vom Präsidenten, möchte ich hier meine Schlussworte nachbringen. Mein Appell an die Österreicher: Wehret den Anfängern, weil wer in der Demokratie schläft, der wird in der Diktatur aufwachen. Liebe Freunde, am Wochenende wird es wieder viele Demos geben. Demos gegen diese Corona-Politik. Zum Beispiel, ich weiß eine aus Klagenfurt, aber es gibt viele andere. Und eine große wird es geben in St. Pölten, Samstag ab 14 Uhr. Ich werde dort sein und ich hoffe, ich treffe euch dort friedlich für die Freiheit. Alles Gute, Glück auf!